Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zum Deutschen Orden. Wir bauen gerade eben unsere Manpower wieder auf. Die wird dann höher sein, als sie jemals zuvor war. Und das ist auch dringend notwendig. Denn wir werden als nächstes jetzt versuchen, die Mission eliminiert die Horden, glaube ich, in Angriff zu nehmen. Das mit den Festungen, da fehlen uns nur noch vier. Vier Festungen fehlen uns. Da hätten wir für 100 Jahre lang minus 25% Unterhalt und weniger, mehr Verschleiß für die Gegner und noch mehr Festungsverteidigung. Das wäre total geil in der jetzigen Zeit. Das ist halt quasi dann fast bis zum Ende des Spiels. Naja, fast. Die Hälfte vom Spiel wäre es dann quasi jetzt noch. Beendet das Schisma. Einer der folgenden Punkte muss zutreffen. Moskau, Religion. Moskau ist katholisch. Bla 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 bla. Das passiert aber momentan einfach nicht. Das muss ich alles katholisieren. Sounds difficult. Okay. Wir sind nach wie vor auf dem Weg, hier gegen Russland zu Felde zu ziehen. Wir haben eigentlich noch sehr viel zu erobern. Ganz im Ernst, ich bin auch im Überlegen, ob ich dieses Mal eher hier oben jetzt mal Druck machen möchte, als hier unten. Vielleicht wollen wir das. Ja, komm, das machen wir. Wir werden dieses Mal da oben Druck machen. Und nehmen jetzt hier diese Gebiete hier ein. Wobei, warte mal, Dänemark wäre ja eigentlich auch noch eine sehr, sehr wichtige. Der hat sich das alles wieder geholt, der Lump. Der ist nach wie vor mit England in verbündet. Ich könnte mir noch Köln holen. Köln wäre mit dabei. Aber ich habe immer noch eine Waffenruhe mit ihnen. Also gut, Russland. Was sagst du dazu? Du hast sau viele Soldaten. Luki. Wo ist Luki? Da. Was für eine Militech habt ihr? 16. Wir sind besser, glaube ich. Wir sind immerhin bei 17. Wie viele Soldaten kann ich haben? Noch 10 mehr. Also ich denke, wir sollten auf jeden Fall noch warten. Ich hole nochmal zwei Kavallerie in jede rein. Und das Verhältnis kann ja so sein. Wir trainieren die jetzt hier kurz nochmal so ein bisschen. Unterhalt für Schiffe. Interessiert doch keinen. Nee, ich lasse hier keinen durch. Auch nicht Theodoro. Theodoro, du warst mein Feind, du kommst nirgendwo rein. So. Und dann holen wir uns vielleicht nochmal einen weiteren Infanteristen in jede Armee. Einfach, weil wir es können. Dann sind wir fast bei unserem Cap. Aber auch nur fast. Außerdem muss ich eh noch hier koren. Es wäre dumm, nicht zu koren. Oder besser andersrum gesagt, es wäre dumm, einen Krieg anzufangen, währenddessen wir noch koren. Der Witz ist, ich kann denen inzwischen jetzt hier Länderei wegnehmen, ohne dass sie rebellieren. Das ist drollig. Guck, dass ich jetzt hier auf über 75% komme. Ich bin immerhin schon mal bei 13 Absolutismus. Das finde ich auch ganz gut. Oh, den hätte ich gern. Mach immer noch 18 Dukaten plus. Aber ich kann immer noch nicht mehr Soldaten haben als diese 115. Nee, kann ich nicht. Tja, ich warte es darauf, bis ich die 255 hier habe. Wobei auch diese 1000 in der Neumark echt cool wären. Aber unterm Strich glaube ich einfach, sind die 1750 das Geld einfach eher wert.
Ja, das Wichtige ist, es geht endlich nach oben. Meine Agenda läuft bald aus. Ja, aber was soll ich machen? Die Agenda ist halt eine lästige. Ich kann sie nicht wirklich machen. Ach Gott, ist ein Befehlshaber gestorben. Nein. Hier. Nochmal ein bisschen mehr Admin-Macht bekommen. Wird Zeit, dass ich noch mehr Steuereinnahmen mache. Ist immer noch witzig, dass ich Tscherkesien habe. Ich guck nochmal drauf, ne? Anpassung an die Ebenen. Kann ich immer noch nichts machen. Hier muss ich halt mindestens 50 Kavallerie haben. Boah, dann kann ich ja Verhältnis Kavallerie zu Infanterie haben. Nochmal plus 50%. What? Das ist ja krank. Flankieren Kavallerie nochmal plus 50. Gut, aber es wird schwierig werden, dass sie diese ganze Kavallerie. Also ich muss auf jeden Fall die Horden eliminieren, wenn ich das haben will. Und das wäre halt einfach dann hier reinstoßen. Also ganz tief nach Russland. Ich brauche 20 Länder von dort aus. 20. Befestigt den Kaukasus. Wäre da unten. Nee, es wäre fast besser, wenn ich wirklich das da unten mache. Ich habe unterm Strich mehr davon. Ist mir egal, wie das da unten aussieht, da oben aussieht. Ich habe mehr davon, das so rum zu machen. Punkt. Nächste Konvertierung von Reval. Das ist so ein Jojo-Spielchen, das wir hier spielen. So, und gleich schließen wir dann jetzt hier wieder unsere Dingens ab. Dann trainiert mal nochmal ein bisschen, solange wir noch koren. Wie lange noch? Nicht mehr lange. Kriegspunktkosten andere Religionen. Wäre auch geil. Sind wir mal ehrlich, ist auch geil. Machen wir aber nicht. So, da sieht eine Konvertierung erfolgreich. Oh, Kreuzritter Konrad ist ein Eroberer. Danzig wird wieder zurückreformiert. Er ist ein Eroberer. Nationalismus minus 5. Na gut. Oh, ich würde mich so freuen, wenn das schneller gehen würde. Aber ich gehe jetzt halt gerade eben wieder voll auf die Millimacht, ne? Dann haben wir nämlich jetzt gleich Millimacht 8, Militärtech 18. So, hört nochmal die Gefechtsbreite. Ich bekomme die Lederkanone und die schnelle schwedische Kavallerie, obwohl wir keine Schweden sind. Und Schweden gar nicht mehr existiert. Da ist es passiert. Rebellen haben irgendeine Grenze überschritten. Wo? Ach, da unten. Ich möchte die loswerden, danke. Oh, das ging ja unglaublich schnell. Also gut, das Koren ist auch gleich durch. Das heißt, ihr könnt jetzt schon mal mit dem Training aufhören. Denn der Krieg beginnt gleich. Die beiden sind, glaube ich, die ich brauche. Oh, aber jetzt kommt auch unser großer Moment unserer Regierung. Den finalen Stoß zu setzen. Administrative Effizienz, nee. Für euch verfügbar aufgrund von Religion ist Deutschorden ist nicht... Ja, das ist schon cool. Kriegspunktkosten andere Religion.
Nee, wir nehmen den weltweiten Kreuzzug. Das ist so klar wie Kloßbrühe, Leute, bei uns. So, unsere Regierung ist abgeschlossen. Da geht nicht mehr. Was mache ich jetzt mit diesem einen Punkt? Kann ich, glaube ich, gar nichts mehr machen gerade eben. Nein, kann ich nicht. Okay, wir erweitern das hier nochmal. In der Neumark. Warten darauf, dass das jetzt hier durch ist und dann attackieren wir. Am 6. November. Und da ist die Kernprovinz. Gut, also, der Blick fällt nochmal auf diesen Hordenkram. Ich muss also da reinstoßen. Okay, gut. Also Russland, ich bin dir militärtechnisch 2 Stufen voraus. Es geht um Saratov. Saratov. Habe ich gefunden. Natürlich will wie immer keiner meiner treuen Verbündeten auch nur ansatzweise hier mitreden. Russland dann gebe ich doppelt so viele Soldaten wie ich. Wir werden sehen, ob das stimmt. So, ich muss die das ging ja unfassbar schnell. Das Spiel fasst sich hier schon Hearts of Iron jetzt hier mit diesen 3 Einheiten, ne? Der breite Vorrücken, bitte. Ich habe keine Ahnung, wo die russischen Soldaten schon wieder sind. Aber es interessiert mich auch nicht weiter. Du gehst hier auch noch weiter. Und dann gehst du noch hier weiter. Ich weiß gar nicht, wo ihre nächste Hauptstadt eigentlich ist. Werden wir rausfinden. Auf die eine oder andere Art. Mehr Missionsstärke. Nimmt man immer gern. Da ist eine Festung, die holen wir uns. Und ich muss Richtung Perm mich vorarbeiten. Ich habe so viele Kanonen, dass es jetzt für mich gar kein Problem mehr ist, Festungen zu nehmen. Wo? Ach, da! Georgien ist da. Dann weiß ich, was ich als erstes mache. Georgien schlagen. Die haben nämlich auch eine Menge Soldaten, die ich nicht unbedingt hier haben muss. So. Wenn wir diese Festung hier haben, haben wir auf jeden Fall nochmal einen wichtigen Schritt getan. Wir haben die Belagerung von Novgorod abgeschlossen. Du kannst jetzt hier direkt schon mal runtergehen und diese Belagerung hier machen. Da ist es auch gewonnen. Das heißt, du gehst dahin und die andere Armee geht dahin. Ich finde es immer noch so lustig, dass mein Vasall da unten rumsteht, ne? Und immer wieder so ein Teil der feindlichen Armeen tankt. Einfach nur, weil er da ist. Die Ottos laufen hier auch rum. Das ist nicht schön. Oh. Jetzt sind sie da oben. Haben sich schon wieder Dänen gekauft, ey. Diese Dänen haben hier einfach keine Ehre in diesem Spiel. Ich
hasse sie. Nichts gegen die echten Dänen. Aber in diesem Spiel sind sie echt lästig. Gerade eben. Nice. Einfach mal so Rekruten geschenkt bekommen. Hier muss ich ein Loch reinschießen. Tja, die Standesagenda ist leider fehlgeschlagen. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier mit mehr Kanonen noch mehr ausrichten können, ne? Können wir. Oh yeah. Vielleicht können wir mit noch mehr Kanonen sogar noch mehr ausrichten. Das werden wir jetzt rausfinden. Können wir. Vor allem, weil der General noch besser ist. Gehen wir mit der Geschwindigkeit um 1 hoch, weil es gerade einfach keinen Sinn macht, jetzt hier ewig zu warten. Und wie gesagt, wir werden jetzt erstmal komplett die hier plätten. Und danach weitersehen. Ich möchte gerne die Korruption noch weiter senken und einen heiligen Krieg ausrufen. Dankeschön. Das ist jetzt wirklich ein heiliger Krieg. Also, aus unserer Sicht. Da habe ich Schulden wieder. Tja, irgendwas ist ja immer. Hä? Ich habe gerade 20.000 Rekruten verloren. Holy shit. War die Belagerung so teuer? Ich bin gerade eben ein bisschen überrascht. So, jetzt machen wir erstmal hier mehr Steuereinnahmen global. Das löst hoffentlich das ein oder andere Problem jetzt hier. Mehr Kanonen bitte. Ist das echt, das ist nicht der General? Nee, das ist nicht der General mit der geilen Belagerungsfähigkeit. So, dich schicke ich jetzt mal in den Norden, wo die Dänen meinen, mir Ärger machen zu können. Ah, und da sind die ersten Russen. Oh, das ging ja auch schnell. So. Können wir da was konvertieren? Riga. Jetzt gehst du da drauf, weil du bist nämlich derjenige mit der besseren Belagerungsfähigkeit. Okay, ich brauche die nicht mehr alle hier. Jetzt kann ich ihn hier schon mal schicken, um das hier wieder zurückzuerobern. Ja, die haben sich schon verzogen. Hm. Hol dir das da noch. 42% sind sie jetzt hier. Das sind 16.000 Russen. Ich versuche sie mal direkt zu schlagen bei der Gelegenheit. Oh, es sind mehr. Dann gehen wir mal unterstützen, wenn es sein muss. Lol. Es war ein Stackwipe. Geht auf die Festungen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Und kriegt ihr das hin? Ne, die kriegen das nicht hin. Die kriegen das nicht hin. Das liegt ihnen einfach nicht im Blut.
Brandenburg erhebt Ansprüche. Sollen sie gerne versuchen. Okay, jetzt habe ich euch hier geschlagen. Ich brauche auf jeden Fall das da. Befestigt im Kaukasus war ja eine meiner Missionen. Wo war es denn? Hier. Genau, ich brauche das Ding hier, Tscherkesien. Also, ich verhandle Frieden mit euch. Ich verlange dieses Gebiet. Und ich glaube, ich verlange sogar noch mehr. Wow, Polen und Russland interessiert das. Wen interessiert das? Sage ich jetzt mal klipp und klar. Ich plündere auch die Hauptstadt, verlange Kriegsreparationen und jede Menge Geld. Ciao. Dann machen wir uns jetzt hier mal raus und koren das direkt mal. Natürlich Tscherkesien kore ich nicht. Da habe ich verkackt gerade eben. Du marschierst nach Perm. Ich kann aber auf jeden Fall jetzt hier diesen Kredit abstottern. Oh, und mein Regierungsrang kann erhöht werden. Eigentlich hieß es, ich könnte das nicht erhöhen, aber ich kann es erhöhen. Okay, wir sind jetzt ein Kaiserreich. Ich beschwere mich nicht. Ursprünglich hieß es, ich könnte das nicht. Grundsteuern Ösel von 3. Ja, das werden wir irgendwann mal hinbekommen. Gut, weiter geht's. Jetzt nehmt endlich diese Festungen. Es ist der Wahnsinn. Sie kriegen einfach gerade eben diese Festungen nicht hin, ne? Wir haben bei 0 teilweise angefangen und 85. Das Spiel trollt mich doch. Österreich, da musst du durch, dass ich nicht mache, was du willst. Halt, nee, du gehst dahin und danach nach Perm. Wir müssen jetzt mal ein bisschen bei Übersicht arbeiten. Jetzt rollen wir dich hier noch weg. Und nehmen das danach ein. 2 wichtige kleine Schlachten geschlagen. Ach, der ist weg. Brauche einen für mehr Rekrutenreserve. Dann geh noch bitte dahin. Oh, endlich. Jetzt ist die Konvertierung weg. Na also. Du marschierst auf die da drauf. Ich gehe mit der Geschwindigkeit um 1 runter, weil es mir gerade eben zu schnell geht, wenn ich ehrlich bin. Dann machen wir noch Netze. Der ist ja im autonomen Belagern. Das darf er auch ruhig machen gerade eben. Dann muss ich mich um eine Armee weniger kümmern. Russland stellt sich mir gar nicht. Die wollen nicht. Die fahren diese Stalin-Taktik. Sich einfach zurückziehen. Genau das brauche ich noch. Und alles bei Orenburg noch. Ich muss so viel nehmen, ey. Ich breche das hier ab. Komm, die sollen da drüben lieber belagern. Da macht's mehr Sinn. Auf nach Kasan. Oder zumindest in deren Nähe. Ich habe keine Ahnung, wo Russland seine Soldaten hat. Da oben ist noch eine Festung, wie ich gerade feststelle. Die könnte man sich noch holen.
Die hätte sogar einen gewissen strategischen Wert. So, noch mehr Soldatenhallen. Ui, dann rolle ich hier nochmal über ein paar drüber. Da wollen sie gerade eben ihre Armee aufstellen, habe ich so den Eindruck. Ja, da haben die Truppen rekrutiert. Auf nach Kasan jetzt. Du gehst hier nach Berecinje, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ach, jetzt sind hier wieder 3000. Ja gut, aber dieses ist eh bloß eine Ablenkung. Ne? Das Wichtige ist hier. Wie viele brauche ich denn? Läppische 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 viele. Das werde ich mit einem Krieg gar nicht hinbekommen, befürchte ich fast. Ich glaube nicht, dass ich so viele Länder einfach so nehmen kann. Ist so meine ganz große Befürchtung. Ich guck noch mal ganz kurz. Ja, auch die unteren hier sind halt betroffen. Du gehst da auch noch mit runter. Endlich habe ich diese Festung. Nein, nicht du. Ich wollte den ja auswählen. So. Er soll aufhören, mich da so zu trollen. Ja, da ist eine Menge. Orenburg. Ich verliere gerade lieber Hingabe als Prestige, denn Prestige erhöht meine Moral. Dann muss ich da hoch. Okay. Also die da oben noch holen. Gehst du dahin und du danach dahin. Hier sind halt einfach keine Festungen, ne? Und dadurch konnten die mir das jetzt hier wegnehmen. Ärgerlich. Kannst du noch mehr Soldatenhallen machen? Ja, kannst du. Denn wir brauchen noch mehr. Viel mehr. So, Geschwindigkeit wieder erhöhen. Dann gehst du noch dahin. Und wenn wir Glück haben, können wir diesen Krieg gleich beenden. Noch in dieser Folge mit ein klein wenig Luck. Also Russland stellt sich nicht zum Kampf. Ich habe keine Ahnung, was die haben, aber sie kommen nicht. Du gehst dahin, du gehst dahin. Ihr marschiert da drauf. Und räumt die jetzt hier einfach so nach und nach weg. Da oben haben sie noch mal ein bisschen was. Witzig. Euch schließe ich wieder zusammen. Ihr könnt wieder was hier konvertieren. Wie sieht es jetzt aus mit... Ja, wir haben es ja. Das da oben kann ich sogar tatsächlich jetzt auch noch... Noch mal ein bisschen weiter rauszoomen. Du gehst dahin, du gehst dahin. Ich ahne, dass... Ja, dass da unten auch noch davon betroffen ist. Okay, Männers. Den holen wir uns dann noch.
Dann kann ich mir den da oben auch noch sichern. Nee, das ist derselbe. Komi ist aber, glaube ich, auch noch betroffen. Jawohl, Komi gehört auch noch dazu. Ein inkompetenter Verwalter, na toll. Okay. Jetzt noch das da. Da unten ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Nee. Das war's. Es gibt nur noch diese zwei. Ja, dann holen wir uns die. Ich habe keine Ahnung, wo die überhaupt eine Armee stehen haben. Warum gehst du da runter? Hau lieber mal die da, weil die machen uns nämlich hier sonst die Nummer kaputt. Okay, ruf nach Frieden. Reden wir mit Russland. Ich brauche also, wie gesagt, diese Gebiete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und mehr kann ich nicht verlangen. Mehr kann ich nicht verlangen. Schon anfangen. Es wird kein Schönheitswettbewerb gewinnen. Aber darauf kommt es uns ja auch nicht an. Okay, Freunde. Wir konvertieren in der Zwischenzeit auch schon mal alles, was geht. Das reduziert nochmal ein bisschen den Stress, den sie uns machen. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.